Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans. Ich begrüße euch heute aus Valencia in Spanien, wo der Triumph seine neue Street Twin präsentiert. Die Street Twin gehört zur Bonneville-Familie, die mittlerweile 5 Modelle umfasst. Die Bonneville T120, Bonneville T120 Black, die Thruxton R und eben die Street Twin, die im Gegensatz zu den 4 anderen Modellen nicht von einem 1200er Motor angetrieben wird, sondern von einem 900 Kubik rein Zweizylinder. Für mich ist die Street Twin ein echtes Genusseisen. Ich habe die Testfahrt bereits hinter mir. Und das Motorrad lädt natürlich zur Individualisierung ein, ist ja auch für solche Leute gemacht. Und wir sehen, dass Triumph Inspiration Kits zur Verfügung stellt. Da sind jeweils nur 5 Teile aus dem riesigen Zubehörprogramm dabei. Das heißt, man kann natürlich diese Kits noch sozusagen unendlich erweitern und das Motorrad eben so individualisieren, wie man das gerne möchte. Die 3 Kits heißen Scrambler, ist natürlich mein Favorit, mit einem hochgezogenen Vans und Heinz Auspuff. Leider ist das einzige Teil im ganzen Originalzubehör, das nicht zugelassen ist. Führt natürlich oben vorbei, ganz typisch, das heißt, es fehlt der Cut und dadurch kann man das Ganze leider nicht zulassen. Ich persönlich würde es trotzdem so fahren, aber es muss jeder für sich selber entscheiden. Gerade Sitzbank, abgesteppt. Gehört natürlich auch dazu, hinten fehlt dann der Kotflügel auf Wunsch, LED-Blinker und was haben wir noch dabei? Das war schon alles, das waren alle 5 Teile. Man sieht, das ist nicht viel, dementsprechend halten sich die Kosten auch in Grenzen. Ich glaube, das Scrambler-Kit ist noch das teuerste, da haben wir vorhin schon einen Zweier stehen. Es gibt aber günstigere Kits, das zweite nennt sich The Bread Tracker. Das ist die nüchternste Variante, sage ich jetzt einmal, kommt eigentlich der Serienversion ziemlich nahe, die wir hier haben, aber allerdings auch mit gerader Sitzbank. Hinten fehlt wiederum der Kotflügel, auch eine Vans & Heinz Anlage, gekürzt, nicht so wie hier. Ich finde die Originalanlage aber auch sehr ansehnlich, muss ich sagen. Das ist wirklich ein Plus, weil viele Motorradfirmen scheinen ja die Auspuffanlagen so zu designen, dass man sie einfach ersetzen muss. Das nicht, kann man so lassen, aber die Vans & Heinz sind ja ein bisschen kürzer, ein bisschen cooler. Der Rest aber sehr nüchtern gehalten. Auch hier habe ich wieder die LED-Blinker drauf, die gerade Sitzbank schon erwähnt. Und dann habe ich noch besondere Griffe, Barrel-Style nennt sich das Ganze, diese quasi ein bisschen geschwungenen Oldschool-Griffe sind da noch dabei. Und die dritte Version, die steht hier drüben, die nennt sich die Urban. Ist so ein bisschen für den Pendler gemacht. Ich habe einen Seitenkoffer drauf, hier nur auf einer Seite übrigens, aus Leder und Textil gemischt. Dann habe ich auch wiederum Vans & Heinz Auspuffanlage. Vorne ein getöntes kleines Mini-Windschild, das gibt es in vielen Farben. Das gibt es auch lackiert in den Fahrzeugfarben. Insgesamt habe ich 5 Varianten zur Auswahl. Allerdings davon sind 3 schwarz. Also einmal matt, einmal Pearl, glaube ich, mit so Flankerl drinnen und einmal glänzend. Ja, und dann habe ich noch den Fleißigen, habe ich schon erwähnt, LED-Blinker wieder mal. Und wir sind schon wieder durch, überall nur 5 Teile, aber wer will, kann auch 10 oder 15 oder 20 Teile aufs Motorrad bauen. Das mag ich ganz besonders. Ich bin auch so ein kleiner Individualist und möchte nicht ganz so herumfahren wie jeder andere. Also ganz eine tolle Basis. Wie gesagt, die Kosten halten sich auch in Grenzen. Sehr lobenswert und alle Teile eben mit Garantie zum Fahrzeug vom Händler verbaut. Teilweise dauert das 0 Minuten im Fall des Sitzes, den man einfach runternimmt und den neuen Sitz drauf. Teilweise dauert es dann vielleicht 20, 30 Minuten oder länger, wenn es um Auspuffanlage und Co. geht. Also am besten gleich einmal vom Fachhändler montieren lassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.